Moin zusammen, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Feed the Beast Presents Crackpack. Ja, ich habe mich jetzt wieder aus dem Dungeon befreit. Ich bin irgendwo, da gestorben. Genau in die Richtung. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal versuchen soll. Ich glaube, ich gehe jetzt lieber erstmal raus. Ich bin hier jetzt mit meinem fliegenden Pferd erstmal hingekommen. Wo geht's hoch? Da geht's hoch. Sehr schön. Und dann würde ich einfach sagen, machen wir jetzt erstmal weiter, was ich so geplant hätte. Weil ich habe so zwischendrin auch nochmal erkundet. Ein bisschen. Und da habe ich dann die ganzen Dinge gefunden. Wie heißen sie? Presses. Silicon Press, Diamond Press, was weiß ich was für eine Press. Hallo. Nein, stirb. Okay. Oh. Steel Chest Plate. Schau schon mal aus, ne? Wieso nicht? Ja. Lass mich einfach nach oben. Dankeschön. So, dann springen wir ja mal aufs Pferdchen und zischen wieder ab nach Hause. So. Reiseflughöhe erreicht. Dann sollten wir auch gleich wieder da sein. Ist ja nicht so weit weg. Todespunkt, jetzt sind wir gleich über ein Curryloch. So, einmal drüber. Da entlang irgendwo. Und hier jetzt runter. Schön, dass ich viel zu hoch geflogen bin, ne? Nein! Danke. Ja, geil. Ich wollte Shift-Rechtsklick machen, meinen Atomic Disassembler umstellen und habe nicht dabei gedacht, dass Shift ja auch noch gleichzeitig dann. Ja, und das habe ich von einem Zombie bekommen. Das Herz. Ich pack dich jetzt mal hier ein, wenn das so passt, ne? So, Dankeschön. Das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Baut einmal eine scheiß Erde ab. Dann kommt da so ein Kack-Slime raus. So, nein, die Brustplatte ziehen wir nicht an, dann nehmen wir die Steel Plate. So. Einmal die ganzen Erze wegpacken. Oder die ganzen Ingots, was heißt hier, die ganzen? Waren jetzt auch nicht gerade viele. Und ich glaube, wir müssen erst das nächste Mal wieder hinschauen, wenn wir dann irgendwie vorhaben, ganz runter zu gehen, weil wenn man da weiter oben sucht, dann findet man so gut wie nix. Und ja, hier, ich habe jetzt halt diese ganzen Inscriber alle. Deswegen habe ich gedacht, legen wir jetzt einfach mal los mit dem ME-System. Wieso nicht, ne? Also brauchen wir jetzt erstmal einen Inscriber. Die Maschine. Inscriber. So. Dazu brauchen wir Fluix Crystals, das heißt, Zertus Quarz, ein Nether Quarz, ein Redstone. Haben wir. Wenn, dann haben wir es oben. Mal schauen, was alles da ist davon. Redstone ist da. Zertus Quarz ist da. Das Problem wird noch das Nether Quarz sein. Weil ich glaube, davon haben wir noch nichts eingesammelt. Weil es ein bisschen zu gefährlich war. Weil dann ja alles direkt in die Luft fliegt und nur von allen. Aus allen Richtungen von Zombie Pigments angegriffen wirst. Ah, Nether Salt, Nether Quarz. Nether Quarz nehme ich. Nein, Basalt brauche ich auch nicht. Nether Quarz. Ist alles? Ja, sieht so aus. Wie viel kriegen wir da raus? So. Haben wir auch schon einen Nether Quarz. Auch gut. Ja. 3 Stück. Ich glaube, das sollte sogar für den Anfang erstmal reichen. Wir brauchen ja erstmal nur eins. So, also 1, 2, 3. Und 2, 3. Verarbeiten wir jetzt erstmal alles zu Ding. Haben wir zufällig noch einen Eimer Wasser da? Hier oben zumindest scheinbar nicht. Ich habe gerade eine Steel Armor gesehen noch. Steel Helm. Why not? Solange bis unser Eisen. Bis er kaputt geht, können wir ihn benutzen. Und dann kommt wieder der Eisenhelm. Aber hier haben wir doch bestimmt irgendwo einmal Wasser. Nein, natürlich nicht. Ich darf jetzt erstmal schlafen.
Um die Stupid Night, das war auch gerade Nacht, oder? Okay. Nicht ganz, ne? Eigentlich so gar nicht, aber. Da hat die sich schon wieder am Eis aufgehängt. Tust du denn nix? Kein Strom mehr oder so. Produziert dieses Teil da genug? Warum tut die nix? So war das jetzt nicht geplant. So. Müsste jetzt mal bitte wieder funktionieren. Mann, diese Scheiße. Ja gut, ich werde diese Curry nochmal irgendwo anders aufstellen, aber garantiert nicht nochmal hier. Was haben wir jetzt zusammenbekommen? Ah, doch einiges. Ich hab's auch deswegen rumgemacht, weil das ganze Zeug hier voll war. So. Pack meinen ganzen Müll da rein und lernen wir jetzt doch erstmal die Curry aus, bevor wir da weitermachen. Daraus könnten wir jetzt eine Rüstung machen. So. Das ist ja noch schön, soll fangen mal von hinten. Oder bleiben mal hier. Tintenfische. Fühlt die also auch. Da habe ich doch noch gedacht. Ist doch cool, da habe ich doch was übersehen. Bin jetzt gerade immer richtig unsicher, ob ich dazu vielleicht noch was übersehen habe, aber ich denke. Wollte ich immer alles rausholen. Ich denke, ich hole immer alles raus. Das habe ich jetzt gerade vergessen. Marvel kann man aber auch gebrauchen. Vielleicht war sie auch einfach deswegen auf Rot, weil sie schon fertig war. So. Abyssalstone. Interessant, was auch immer das ist. Copper, Iron, Marvel. Osmium, Aluminium. Jetzt mal einmal Wasser. Danach einfach damit wegrennen können. Jetzt doch noch irgendwelche Monster kommen. Hier darf ich nochmal Marvel übersehen. Kohle ist hier nochmal. Zertus Quarz, Charts, Zertus Quarz. Ja gut, und der andere. Der Rest ist jetzt nicht alles nicht so wichtig. Ja, ich glaube. Ja. Da unten sieht es ziemlich nach Bedrock aus. Deswegen ist das Teil stehen geblieben. Nicht, weil ich einfach zu blöd war, aufzubauen ausnahmsweise, sondern weil es einfach fertig ist. Also auch noch. So, einmal wieder zurück ins Haus, please. Womöglich mit was getrunken. So. Ja, ne, eine Windmühle brauche ich da jetzt nicht drin aufladen. Atomic Disassembler ist das allerdings ganz geschickt. Schmeiß ich da einfach immer kurz rein und lass den wieder voll hochlaufen. Voll hochchargen. Dann passt das auch schon wieder. Schmeiß mal die ganzen Erze, die wir direkt raus durchbrennen können, hier oben rein. So. Eisen, Tin, Aluminium, Iron, Tin, Iron, Osmium, Kappa Milch, Osmium. Ja, das war's. Perfekt. Was die jedes Mal keine Diamanten gefunden hat bis jetzt. Wundert mich. So, der Rest muss aber alles nach oben. So. So. Drei Stück davon haben wir. Perfekt, dann das da rein. So, und jetzt funktioniere bitte. Dankeschön. So gut, dann haben wir jetzt schon mal das erste Teil für den Finger hier. Dann brauchen wir zwei Sticky Pistons. Wir können dafür auch blauen Schleim nehmen, weil den weiß ich zufällig, dass wir ihn schon haben. Irgendwo. Fragt sich nur wo. Aber wir haben sogar grünen Slime. Boah, den heben wir mal. Wir haben sogar noch mehr grünen Slime, aber hier haben wir auch blauen Slime. Der ist nicht ganz so häufig. Haben wir die Reste für den Pisten hier unten. So, zwei Eisen brauchen wir. Mal wieder sortieren.
Eins. Zwei. So. Dann brauchen wir Cobblestone und Holz. Wir brauchen Redstone. Das haben wir noch oben. Könnten wir inzwischen aber dann auch langsam mal wieder runterholen. Weil da oben hilft uns das nicht viel. So. Dann machen wir uns einfach mal zwei Pistons. Sehr schön. Und dann zwei Sticky Pistons. Nein, damit geht's nicht. Sehen wir? Genau. Und dann machen wir uns mit einem bisschen Eisen noch zusammen einen Inscriber. Yay! Extra Erfolg. Super. Jetzt haben wir einen Inscriber. Jetzt können wir mal schauen, was wir für einen Controller brauchen. ME-Controller. Genau. Dieses Teil hier. Da brauchen wir Skystone Bricks. Die Pierzeitus Quartz Dinger. Dann brauchen wir die Diamantteile. Da können wir, soweit ich weiß, für das Silikon zumindest mal einfach Sand durch den Schredder jagen. Genau, und dann kommt das Silikon raus. Und dann brauchen wir noch das Teil zusammen mit einem Diamanten. Wir brauchen ja erstmal nur eins, dann nehme ich auch erstmal nur einen Diamanten. Bei Diamanten bin ich dann doch nochmal ein bisschen sparsam. So. Einen Diamanten, please. Und dann nehme ich hier noch das da. Sobald das durch ist, kann man hier noch nicht mal ein Silikon-Ding durchhauen. Und dann können wir ein dann sollte ja ein fertiger Logic Processor rauskommen oder was für eine ja, was weiß ich was Prozessor. Dann brauchen wir eben diese verdammten Dinger. Flux Seeds. Flux Seeds, diese Scheißdinger. Flux Dust brauchen wir dazu. Wie viel brauchen wir? 4 Stück brauchen wir und wir kommen hier 2 Stück raus. Jetzt müssen wir 2 Stück in Pulverizer hauen. Dankeschön. Und so. Einmal Sand bitte. Danke. Oh, da kommt nur Nieter raus. Auch geil. Dann können wir jetzt hier mal beides zusammen craften. Und dann heißt es jetzt warten, was ich wahrscheinlich AFK machen werde. Einfach mal eine halbe Ewigkeit rumstehen. Da gab es doch mal, wie hieß dieses Teil? Was war das? Warmers. Hier die Dinger. Ja, ist klar, danke. Mir reicht schon wieder. Brauchen wir gar nicht erst anfangen. Oder? Ja, wir brauchen ja trotzdem erst den Controller, um dann dieses Teil überhaupt bepowern zu können. Ja, da lagen jetzt alle 4 drin. Da sind es noch nicht mal 1% gewachsen. So. Dann lassen wir die da hinten einfach mal in der Ecke rumgammeln. Und dann hätten wir eigentlich schon wieder die Folge beendet. War jetzt irgendwie nicht so produktiv gefühlt. Wir haben mir da mehr drunter vorgestellt, aber ja. Lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo. Vielleicht auch, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, lasst krachen. Tschüss.